Herzlich willkommen zu unserem Moving Stories Wochenimpulse und zwar unter der großen Überschrift Führen aus Home und Office. Wir haben jetzt in unserer zweiten Reihe kleine Übungen, Impulse, Methoden mitgebracht, die man so in der Team- und Gruppen- und aber auch Zweier-Konstellationsarbeit einsetzen kann, um das Thema Kommunikation zu steigern, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Wir sind in der Woche 4, also die vierte kleine Übung. Wer die anderen Übungen sich auch noch angucken will, die sind natürlich hier auch bei uns im Kanal gespeichert. Und Manfred, in der vierten Woche, was hast du uns mitgebracht? Heute gehen wir mal ins Zählen. 1, 2, 4, alle. So wie Kinder zählen, hört sich das an. Ja, also es ist ein bisschen so in dieser Richtung wie ein Countdown und trotzdem etwas, was alle schön zusammenführt und was viele Aspekte wieder vereint und einer auf den anderen aufbaut und wo es auch so ein bisschen darum geht, wenn ich an deine erste Übung denke, der Aufmerksamkeitsübung, dem anderen auch zuzuhören, was passiert. Und jetzt sind alle gespannt, was meint er denn? Genau. Ja, wie funktioniert das Ganze? Genau, also 1, 2, 4, alle. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das in einem Teamrahmen stattfindet, kommt dann hinterher aber dann nochmal, wenn wir zum Abschluss kommen, wie kann es auch in größer skaliert werden können. Also gehen wir mal jetzt einfach von einem normalen Team aus, das vielleicht so seine Morgenroutine hat, kurze Besprechung. Und es gibt irgendwie vom Vortag auch ein zentrales Thema, das weiter bearbeitet oder weiter behandelt werden sollte. Dann ist das eine sehr schöne Übung, um in die Reflexion zu kommen und um in die Weiterentwicklung zu kommen. Und was bedeutet jetzt 1, 2, 4, alle? Das ist jetzt kein wirklicher Countdown, aber trotzdem ist es etwas, das mit einem Zeitrahmen, also gerade in so einem kleinen Gruppenrahmen, sehr wunderbar funktioniert. 1 steht für, das Thema ist im Raum und jeder im Team hat ein Blatt Papier und geht in die Reflexion dieses Themas für eine Minute und schreibt auf, was ihm spontan dazu einfällt. Also wieder das Thema Ausschließen von Selbstzensur. Eine Minute. Ganz kurz, paar Stichpunkte, ein Satz, zwei, drei. So. Das kann sein, bereitet mir Bauchschmerzen, fühle ich mich noch nicht so ganz wohl mit oder kann ich mir nicht vorstellen, wie wir es umsetzen können. Oder ich habe positiv gesehen, mir ist eingefallen, dass das und damit auch zusammenhängt oder dass es so oder so gelöst werden könnte. So, das heißt, ich habe irgendwie 1, 2, 3 Gedanken dazu. Erste Minute. Zweite, die 2 steht dafür da, dass Paare gebildet werden. Also immer 2 zusammen. Dafür ein Zeitansatz von 2 Minuten. Und jetzt schauen beide auf ihren Zettel und nehmen das, was von dem anderen ist und überlegen, wo sind wir identisch, wo haben wir eine Übereinstimmung und wo gibt es etwas, wo wir vielleicht eine Diskrepanz haben, Gleichheit, Unterschiede zu finden und auf der anderen Seite nochmal zu sagen, fällt uns noch irgendetwas ein, was sich aus dieser Diskrepanz oder Gleichheit nochmal dazuschreiben lässt. 2 Minuten Zeit, also jeder praktisch eine Minute kurz sein Gedanken einmal vorstellen und dann sofort in den Austausch auch zu kommen. Also dass man sagt, man nimmt von diesen 2 Minuten eine Minute für den Austausch und eine Minute für die gemeinsame Weiterentwicklung. Die 4, man kann sich vielleicht vorstellen, jetzt werden 2 Paare zu einer Vierergruppe zusammengeführt. Und da passiert wieder genau das Gleiche. Schnell, jeder 30 Sekunden, was haben wir in unserer Paarung rausgefunden, wo sind wir, welcher Stand haben wir da, was sind da für Aspekte reingekommen, die anderen auch und dann kann man zu viert weiterentwickeln und eben rausfinden, wo sind Gleichheiten, Ungleichheiten, was widerspricht sich, was könnte aufgelöst werden, so in diesem Raster und kommt wieder zu einem gemeinsamen Ergebnis. So und am Schluss habe ich dann alle. Und da ist jetzt der Zeitansatz ein bisschen davon abhängig, wie viel sind denn alle? Nee, eigentlich nicht. Denn letztendlich geht man jetzt davon aus, dass jede dieser 4er-Teams ihren Kollegen, Kolleginnen, die da rum sind,
nochmal jetzt kurz vorstellt, was ist man auf welches Ergebnis ist man gekommen? Was waren da so für Gedanken dahinter? Sage ich jetzt mal, so eine Vierergruppe vorzustellen, sind vielleicht 2 Minuten. So, das Ergebnis, vielleicht sind es 3 Minuten. Und dann wird von der Gruppe im Endeffekt ein Feedback gegeben. Das kann man jetzt auf 2 Varianten machen, dass man jetzt sagt, okay, wir sammeln diese Ergebnisse und jede der 4er Gruppen stellt erstmal ihre Teile vor und dann wird praktisch, nachdem es auch schön sichtbar und transparent ist, für alle auf den Zettel, geben alle dann nochmal so ihre Teile dabei. Das könnte jetzt zum Beispiel wieder die 4er Gruppe sein, die sagt, wir haben uns kurz abgehandelt, uns fällt das dazu ein, dann habe ich nicht 100 Leute am Reden und da wäre ich schon beim Skalierungseffekt, also letztendlich könnte ich das beliebig groß, ich könnte auch 100 Leute machen, dann braucht es halt ein bisschen mehr organisatorische Vorbereitung. Aber ich glaube, für die meisten ist jetzt erstmal das Thema, wie kann ich es im Team einsetzen? Und das wäre dann so der Raster. Und dann kommt man auf ein Ergebnis von allen. Und dann kann man daraus wiederum mit einer anderen Methode oder sonst was eine Lösungs- oder wieder eine Roadmap anlegen und zu sagen, okay, aha, passt. Oder ja, wir haben das Thema vom Vortag entsprechend reflektiert, wir haben es verinnerlicht. Es ist jetzt bei uns allen angekommen. Wir haben Widersprüche aufgelöst und jetzt wissen wir, wie wir weiter damit umgehen. Also das sind so diese Parts. Es nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, wenn ich das in einer normalen Teamgröße, sagen wir mal auch selbst bis 20 Leuten, wenn ich in Service-Centern weiß, wo so vielleicht 20 Leute in einem Team sind, kann ich das durchaus machen. Und ich kann es online machen und ich kann es online machen. Und was würdest du sagen, wenn, ich sag mal, so eine normale Teamgröße zwischen 5 und 10 Leute, wie lange brauche ich dafür? Also ich habe die erste Minute, ich habe dann nochmal 2 Minuten, dann bin ich bei 3 Minuten, dann habe ich die 4 Minuten, dann bin ich bei 7 Minuten. Ich kann es in 15 Minuten mit den Wechselphasen und dem Ganzen der Zusammenfassung, kann ich zumindest schon den Status quo festhalten in 15 Minuten. Vielleicht auch schon einen guten Ziel. Wo liegst du, wenn, ich sag mal, eher ungeübte Teams sind? Wahrscheinlich eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde ist dann so ein Part, es zu machen. Und ja, und das hat einen riesen Vorteil. Also für mich ist das ein System, wir hatten das in einer der früheren Teile mal über Meetingkulturen, die lauten, die leisen. So, hier kriege ich auch die sehr ruhigen und introvertierten oder eben auch nicht gerade introvertiert, aber die eher still sind und eher abwarten, so, die kommen zu Wort, die bekommen genauso ein Gewicht und die gehen nicht unter. Und auch die Lauten kriegen keine Überdominanz. Ja, ja. Also man hat so quasi eine gute Möglichkeit, um wirklich das quasi von allen die Impulse halt mit reinzubringen. Ne? Richtig. Und es ist kein großer Aufwand. Ich kann es mit einem Blatt Papier, ich kann es mit einer Moderationskarte machen, die jeder in der Hand hat und auf der weitergeschrieben wird. Ja. Schön. Haben wir noch was vergessen, Manfred? Für den Ansatz erstmal und zum Üben, glaube ich, reicht's. Ja, sehr schön. Dann sind wir heute am Ende von unserem heutigen wöchentlichen Impuls. Lasst uns doch gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und seid gespannt auf die nächste Woche.